Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Real Life RPG 6.0. Mein Name ist Allison Burger und ich begrüße euch recht herzlich ausnahmsweise mal aus den Sichten des Zivilisten. Ich habe mir für heute eine Kleinigkeit vorgenommen, hat jetzt erstmal weniger mit Action und Spannung zu tun. Da wird in den nächsten Tagen auch wieder was kommen. Ich habe ein bisschen was in Planung. Und jetzt will ich erstmal so ein bisschen die Vorbereitungen treffen, will euch da aber schon mal mitnehmen. Aktuell bin ich auf dem Server Nummer Rodur. Na, ich habe keine Uhr, kann ich euch jetzt schlecht zeigen, wie viele Spieler hier sind. Aber als ich gekommen bin, waren circa, lass es mal 20 Spieler da sein. Ist für den Anfang nicht schlecht, die Folge wird doch aktuell ein bisschen kürzer ausfallen. Aber wir werden mal gucken, was wir die nächsten Tage vorhaben. Denn der Herr Burger hat vor zu expandieren. Da müssen wir jetzt mal kurz hinfahren. So, ich bin da. Ja. Wir gucken mal, dass wir da irgendwie hinkommen. So, ich will euch mal ganz kurz erklären, was ich denn vorhabe. So, ich habe mir in den letzten Tagen gedacht, okay, immer nur mit der Fraktion umher zu gurken und da immer dasselbe zu machen, das könnte vielleicht auf Dauer ein bisschen langweilig sein. Und wir möchten auch mal ein paar andere Stellen hier auf der Insel zeigen, beziehungsweise ein paar andere Aktivitäten. Deswegen habe ich mich dafür entschieden, dass ich ein Haus bauen werde und dort dann mit diesem Haus dann sämtliche Dinge austesten werde. Ja, zum Beispiel, wir werden verschiedene Dinge farmen, also wir werden einen Farmkatalog anstellen, was eignet sich da wie gut, dass wir da mal so ein bisschen rumtesten, mal gucken, wie gut sich das in Formate verpacken lässt. Dann werden wir einmal einen LKW bauen und einen Hubschrauber bauen und werden das Ganze dann wie bei dem Waffenbild Video aussehen lassen und werden dann einfach mal gucken, wie sich das Ganze da so lohnt und ob man das gut machen kann oder eher weniger gut machen kann. Und wenn am Ende dann noch die Zeit reicht und die 6.0 dann schon nicht vorbei ist, je nachdem wie lange ich dafür dann brauchen werde, habe ich vor, auch so ein kleines Waffengeschäft zu eröffnen, wo wir dann mal ein bisschen hin und her gucken können, um da auch nochmal ein bisschen die Geschäftssparten erweitern zu können. So, und ich habe gerade gemeckert nach Essen. Ich kann leider nicht in mein Inventar gucken, wenn abgeschlossen ist. Stimmt, man muss ja jetzt den Kofferraum aufschließen. Das machen wir mal. Ich habe Hunger. Dann snacken wir uns mal an was. Ich gucke nochmal auf die Karte. Wir müssen hier runter und dann am Ende der Straße rechts abbiegen. Das sollten wir hinkriegen. So, warum fahren wir ausgerechnet zu diesem Ort? Ich habe mich letztens schon mal so ein bisschen auf der Karte umgeguckt. Was heißt letztens? Immer wieder mal so ein bisschen. Als ich mit dem RAC unterwegs war und gerade mal an irgendwelchen Häusern vorbeigefahren bin, habe ich mir mal ein paar schöne Ortschaften ausgekundschaftet. Als ich beim Rettungsdienst und auch bei der Polizei, ne, hier und da fährst auf der Insel vorbei und du findest hin und wieder mal ein paar schöne Orte, an denen du dir denkst, ja, auch hier könnte ich mein trautes Heim bauen bzw. kaufen. Und ich habe jetzt tatsächlich eine Stelle gefunden, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich habe mal einen Blick auf meinen Kontostand geworfen. Ja, mein Kontostand sagt aktuell, ich habe 160.000. Das ist nicht so viel. Warum? Der Herr Burger war letztens ein bisschen fahrzeuggeil und hat sich gedacht, okay, er gibt seine kompletten 6 Millionen für irgendwelche geilen Fahrzeuge aus. Zum Beispiel diesen Ferrari Scudera oder was ich hier fahre? Nee. Ach, das ist ach Quatsch, Ferrari. Ein Ferrari habe ich auch, aber ich fahre gerade den Porsche Boxster 2016. Und ja, dafür habe ich halt leider mein ganzes Geld verprasst, deswegen ist jetzt die Devise selbst bauen. Ja. So, und ich habe ein Ortfleckchen gefunden, das ein bisschen abgelegen ist, weil ich bin keiner, der gerne seine Hütte mitten in der City baut, sondern ich will meine Stadt eigentlich oder mein Haus eigentlich da haben, wo sonst kein anderer ist, ja. Also ich will wirklich, ich bin wirklich ganz gerne inkognito. Und ich habe hier wirklich einen Ort gefunden, ja. Der hat zwar eine Straße, ja, oder einen Feldweg, aber das ist wirklich am Arsch der Welt. Und jetzt ist der große Moment, ist das Haus bewohnt oder nicht? Es ist frei. Es ist frei. Hier wohnt noch keiner. Guckt euch das mal an. Keiner will hier an den Arsch der Welt ziehen. Das finde ich geil. So, und jetzt gucken wir uns mal das Problem bei der ganzen Geschichte an. Haus kaufen. 1,85 Millionen.
Ja, das dauert bei mir noch ein bisschen, bis ich die Kohle wieder beisammen habe. Obwohl, es kommt darauf an, wie viel ich zocke, ne? Mal einen kurzen Marathon und das Geld ist drin. So, die Garagen hier sind auch noch alle zur Verfügung. Okay, 1,25 Millionen. Für eine Garage ist jetzt auch nicht gerade so wenig. Aber ja, ne? Das Haus hier ist schon belegt. Hier wohnt schon jemand. Ah ja. Wie lange ist das Haus schon gewartet? Wow. Ist für die nächsten 78 Tage schon gewartet worden. Das ist tatsächlich gar nicht mal so unwenig. Aber da das hier relativ abgelegen ist, gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass das irgendeiner Gang angehört, sondern dass hier auch irgendein Einzelspieler ist, der genauso wie ich seine Ruhe haben möchte. Warum ausgerechnet dieser Ort hier? Gut, einerseits, es ist der einzige Ort auf der Karte, den ich gefunden habe, der so mega abgelegen ist wie das hier. Offensichtlich war hier mal die Straße miteinander verbunden, aber offensichtlich mit dem Laufe der Zeit hat sich das wohl irgendwie gespalten, getrennt, whatever. Naja, was macht das Ganze für mich so lukrativ? Also einmal, ich wollte schon immer auf dieser Inselhälfte hier leben. Einfach weil das Bauhaus ist hier eine. Ah, das war doch mal hier. Okay, ich bin wirklich nicht mehr up to date. Da, Bauhaus ist da. Das geht von der Distanz her. Das ist gar nicht mal so weit weg. Und das, genau. Das, hey, hier war doch mal ein zweites Bauhaus, Leute, früher. Ohne Witz. Da war mal eins. Na gut, dann ist jetzt nur noch hier ein Bauhaus. Ist ja auch in Ordnung. Auf jeden Fall, die Strecke ist jetzt nicht so mega. Das geht halt noch vollkommen. Es ist relativ zentral gelegen auf der unteren Hälfte, also fast mittig, ja, wenn man da jetzt mal mit beiden Augen zukneift. Und alles, was ich ganz gerne mag, ist in der Nähe. Also Freudenstädte ist in der Nähe. Dieses Gebiet ist hier relativ nah noch. Also man kann alles irgendwie schnell erreichen, ja. Offroad muss man immer ein Stückchen fahren und einfach, dass ich dann hier an diese Hauptfarm hinkomme, um an, schnell an diesen Knotenpunkt hier zu kommen. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Und was wir jetzt in dieser Folge auch noch machen werden, ich gehe mir jetzt ein Häuschen kaufen, ja, weil die Dinger sind gar nicht mal so teuer, die kann ich mir sogar leisten. Und dann werden wir das Haus jetzt einfach mal hier platzieren und dann den wirklichen Grundstein setzen, dass ich damit anfange, das Haus zu bauen. Weil ich erinnere mich noch, ich habe vor einiger Zeit mal geschrieben in einem Hafenborner Weekly Talk, hey, ich brauche mal ein bisschen Hilfe, dass ihr mir helft mit Fahrzeugcrafting und Hausbau. Und dann kam aber nichts mehr von mir und das fand ich ziemlich scheiße. Dementsprechend habe ich mir jetzt gesagt, okay, komm, du musst jetzt irgendwie mal den Start finden irgendwo und mal anfangen. Aber ich möchte das Video jetzt auch nicht irgendwie künstlich in die Länge ziehen. Deswegen machen wir das jetzt mal rasch, dass ich ein Häuschen an ein Häuschen komme. Dann platzieren wir das noch schnell und dann gucken wir mal, wie es demnächst weitergeht. Oh. Bin ich geil. Oh, ei, so, dann kaufen wir uns mal das Haus. Großstein in den Warenkorb. Bezahlen. Öffnen. Haus groß. Jawohl, mein Haus passt in meine Gürteltasche. Geil. Ibims der Hulk. So, da haben wir jetzt schon mal festgelegt, die Garage gehört definitiv schon mal mir. Mein Porsche sieht da schon mal auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht drin aus. Gut, aber wo möchte ich denn jetzt meine Hütte drin stehen haben? Die Fläche hier möchte ich eigentlich nicht zubauen, weil die sich eigentlich noch super eignet, um hier, ja, mit einem Heli halt zu landen. Wobei der Heli passt auch hier hin. Das habe ich schon mal ausprobiert. Wenn ich mein Häuschen hier hinsetze, ne, also hierhin quasi, dass die Tür da ist und ich in die Richtung gucken könnte, dann haben wir ja noch genügend Platz für die Garagen. Ich glaube, das ist wirklich am besten. Und das probieren wir am besten einfach mal aus. Also dafür gehen wir jetzt ins Inventar. Ja. Machen wir mal Doppelklick drauf. Oh shit. Ist das das richtige Haus? Ja, das ist das größte Haus, was man selber bauen kann. Stimmt. Die Dinger sind die größten, die man selber kaufen kann. Okay.
Dann habe ich mich tatsächlich vertan. So, was jetzt ein bisschen doof ist, ich möchte meinen Nachbarn natürlich nicht zubauen, gell? Deswegen setzen wir das Haus einfach mal hier hin. Und platzieren kann ich das jetzt, glaube ich, mit Leertaste. Ist das so richtig? Also, wenn die Maße ungefähr passen und das hier ungefähr, dann ist das Haus zwar einen Ticken größer, als ich es mir vorgestellt hatte. Aber es kommt noch ungefähr ganz gut hin. Die Garage stelle ich jetzt nicht unbedingt so mega damit zu. Das passt alles noch super. Platz haben wir hier auch noch, dass man hier mit dem Hubschrauber landen könnte. Ja, geil! Ohne Witz, Leute, die Hütte müssen wir uns auch noch irgendwann dazu kaufen. Die Hütte kann man gar nicht selber bauen. Oh, ich war so dumm. So, jetzt müssen wir allerdings mal gucken. Oh. Aha. Okay, das sind jetzt auf jeden Fall schon mal die ersten Dinge, die wir für dieses Haus hier heranschaffen müssen. Wir haben das Haus 2530. Also gut, die Dinge müssen wir jetzt machen. Das werden wir dann in der Zukunft irgendwann mal so ein bisschen erfarmen. Und ich würde sagen, ja, da werden wir jetzt erstmal einiges mit zu tun haben. Die Hütte ist auf jeden Fall mal geil geplaced. Ich habe mein erstes Haus in der 6.0. Ich möchte nur sagen, in der 5.0 hatte ich drei Häuser und eine Garage. Nee, vier Häuser, eine Garage. Drei davon selbst gebaut, eine gekauft und die Garage auch noch selbst gebaut hier. Da war ich wirklich der Farming-Meister vor dem Herrn. Aber wenn ich mir das mal so gerade angucke, das ist gar nicht mal so viel. Obwohl, doch, das ist schon. Wir reden hier nicht. Reden wir hier von. Das muss ich mal ausprobieren, tatsächlich. Wir reden hier hoffentlich immer noch von den Eisenbarren, also Eisenpaletten, ne? Also so Kisten mit Eisenbarren. Das sollten wir auf jeden, das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, wie das gemeint ist. Und wir müssen hier 18.000 Dollar reinpumpen. Kann ich schon irgendwas collecten? Nein. Nein, kann ich nicht. Na gut. Ist in Ordnung für mich. Kann ich hier eigentlich irgendwas mit der Wartung machen? Wartung? Kann ich nicht. Ich kann nicht für ihn warten. Und aktuell kann ich selber noch nichts warten, weil hier nichts gemacht ist. Gut, das Ding müssen wir dann mal bauen. Ich werde jetzt noch ein bisschen dumm Zeug machen. Mal gucken, was noch los ist. Ich fahre nochmal nach Freudenstedt und ansonsten. Ja, ansonsten würde ich glatt mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat mich gefreut, dass ihr mich hier bei diesen ersten Einblicken mit dabei wart. In Zukunft könnt ihr euch da viel krassen Scheiß machen. Ich denke, beim Farmen wird auch ein bisschen was los sein. Also es wird nicht immer langweiliges Gefarme sein. Da könnt ihr mal von ausgehen, sondern es wird bestimmt irgendwas passieren, was dann spannend ist. Selbst wenn ich mal ausgeraubt werde, das kann ja auch cool sein. So, dementsprechend an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Wünsche, Vorschläge habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Ich würde mich darüber sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Euer Allison Burger, Arrivederci und ciao.